Willkommen in der Hauptstadt und einer der zurzeit angesagtesten Metropolen Europas. Besonders beliebt ist Berlin aufgrund seiner Vielfalt, historisch, architektonisch, aber natürlich auch kulturell. Zusammen mit dem berüchtigten Nachtleben wird einem hier nie langweilig. Lasst uns Berlin erkunden und schauen, was ein typischer Tag hier so kostet. Ja, Frühstück ist sehr wichtig, auch in Berlin. Ich bin hier im Zimt und Mehl, das ist eine Bäckerei, und habe für dieses kleine Frühstück 4,60 Euro bezahlt. Alternative Walking Tour von Alternative Berlin. Dort seht ihr nicht nur bekannte Sehenswürdigkeiten, ihr seht viele unbekannte Sehenswürdigkeiten, Street Art und Graffiti. Und das Ganze ist kostenlos. Die Tours starten jeden Tag um 11 Uhr, um 1 und um 3 am Alexanderplatz. Zu einem Berlin-Besuch gehört natürlich auch die Currywurst. Zusammen mit Pommes bezahlt man hier bei Curry 36 3,40 Euro für die Portion. Die S- und U-Bahn sind die besten Transportmöglichkeiten innerhalb Berlins. Eine Tageskarte kostet 6,70 Euro. Der Panoramapunkt ist eine Aussichtsplattform ganz oben auf diesem Gebäude und kostet euch 5,50 Euro. So, Zeit für einen Kaffee und ein Stück Kuchen. Für diese Kombination habe ich 5,50 Euro bezahlt. Übernachtungstechnisch habe ich mich in Berlin für das Aletto Hotel am Kurfürstendamm entschieden. Eine Nacht im Doppelzimmer inklusive Frühstück kostet hier 40 Euro. Döner macht schöner und hat seine Wurzeln auch in Berlin. Das ist das, was ich zum Abendessen heute habe, für 3 Euro. Berlin gilt als relativ kostengünstig, was das Nachtleben angeht. Für dieses Bier habe ich 3 Euro bezahlt. Damit geht mein Tag in Berlin zu Ende. Abschließend alle Kosten in der Übersicht. Wir wechseln den Kontinent. In den nächsten Folgen werden wir die Frage, wie viel kostet Südamerika, beantworten. Wir machen Budgetchecks in Argentinien, Peru, Uruguay, Chile und Bolivien. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert diesen Kanal auf YouTube und werdet Fans auf Facebook. Bis bald!